Wir warten auf Pearson. Keine Ahnung, was er vorhat, aber seine Bilanz ist eher unrühmlich. Wenn du hier wärst, Paul, würdest du ihm die Leviten lesen. Hoffentlich halten Sussman und Aiello durch, bis wir die Geschütze angreifen. Und damit willkommen zurück zu Call of Duty World War II. Heute geht es auf den Hügel 493. Und ich würde sagen, jetzt machen wir weiter. Bitte kommen. Ende. An alle mithörenden Einheiten, hier ist Dagwood White Dog 1-6 mit einem Kommunikationscheck. Hören Sie mich. Ende. Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist es wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kasserinpass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Packen! Sofort! Dranbleiben! Na los, na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniels! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Dickköpfiger Mistkerl! Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Runter! Artilleriebeschuss! Es gibt keinen Weg drumherum! Wir müssen auf diesen Hügel rauf! Und bleiben und vorrücken! Er verlässt die Deckung! Okay, weiter geht's. Die M3 können wir mal gerade aufheben. Die wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir ein bisschen in den Nahkampf gehen müssen. Jo, ich weiß. Ja, wirf mal rüber. Ich renne jetzt nicht zu der Munitionskiste am Anfang des Levels. Okay, der Baum bringt sogar die Framerate zum Kippen. Komm her, Kumpel. Es wird schon wieder. Oh, 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 oh. Oh, komm schon! Halte durch, Kumpel! Dass man ihn an einen vorbestimmten Ort bringen muss und nicht einfach nur in Deckung. Ja, ich kann Granaten anfordern, Moment. Wirf rüber! Fang, Daniels! Ja, trotz Grau-Grau-Färbung, die Gegner sind echt sehr deutlich sichtbar. Ausgeschaltet!
schön, dich zu sehen, Kumpel. Was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Es ist noch nicht vorbei. Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sergeant. Daniel, sag, wenn du bereit bist. Den Kopf runter und los! Das System muss unterdrückt werden! Feuer! MG unterdrückt! Jetzt, Parker! Los! Oh, sorry! Daniel, holen Sie die Ladung und bringen Sie es zu Ende! Oh Gott! Ich brauche Deckung! Ich hole mir die Ladung! Ich hab sie! Also blöder kann man sich kaum anstellen, wirklich. Ich versuch's! Oh Gott, oh Gott. Feuer! Es ist aus Versehen passiert, wirklich, Leute. Ich wollte nur Sperrfeuer geben. Hab ihn erwischt! Ey, da sieht man, nicht jeder ist für die Bundeswehr gemacht. Ladung platziert zurück! Leute voraus! Wobei in dem Fall hätte ich der Bundeswehr auch einen Gefallen getan. Wenn man es auf die jetzige Zeit übertragen würde. Verluste. Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten Dazu sollen. War keine Zeit. Was ist mit den das Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer. Unsere Männer. Haben Sie das vergessen? Diese 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Daniels, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. Irgendwie gefällt mir der Ansatz von Pearson überhaupt nicht. Der Kerl ist einfach so unfassbar. Dem ist es alles egal. Also, dass die Menschen sterben. Klar, für den Sieg kämpfen, aber... Keine Rücksicht auf Verluste hat er. Rücke vor! Feinde! Alter Falter, da hat jemand die Feuerschrotflinte. Ausgeschaltet! Daniel, bringen Sie das Termin an! Ich könnte Munition gebrauchen, Sir! Schalten Sie die Kanone! Ach, hier das Termin anbringen, okay. Ach, apropos. Okay, ich merke, man sollte aufpassen, dass man sich nicht selbst verbrennt. Aber ist ganz gut, wir haben die flankiert. Also die Position, von der aus wir jetzt kämpfen können, ist ganz geil. Da muss man sagen, gut gemacht, Pearson. Immerhin strategischen Vorteil erarbeitet.
zurückwerfen. Die Granate! Oh, das war noch mal knapp. Hier drüben! Alter Falter, okay. Feinde bewachen das 150er! Ja, wo ist der denn? Ist doch sicher nur noch einer, oder? Geh weg, Mann. Die letzten Kanonen aushalten! Daniels, ich hab Munition. Danke für den Tipp. Ladung platziert! Okay, toi, toi, toi. Der Lied ist blank. Der Panzer ist noch aktiv. Entdeckung. Gott, wo sollen wir denn in Deckung gehen? Scheiße! Verdammt! Ich wollte mich gerade heilen, dann... Ah, Mist. Ja, das ist so eine typische Situation, wo man nicht genau weiß, wo man hin soll. Alter! Verdammt! Ihr wollt das Feuer auf euch ziehen, Leute. Ich brauche Munition, Lieutenant. Ich brauche ein Medikit, Mann. Hier drüben. Oh oh. Okay, wo ist der Panzer? Ja, was ist denn passiert? Hat er es nicht platziert? Oh Gott. Jetzt aber. Was machen Sie denn hier auf unserem Kontinent? Nicht alle am Arsch lecken, verfluchen. Scheiße! Hörne! Feindliche Verstärkung! Zurück!
Ich schaff es nicht. Lass mich zurück. Ich hab sie. Los. Wir schaffen es nicht. Alter, das Magazin ist egal. Wegbringen. Nein, wir schaffen das. Ja, Sie müssen weg hier. Nein, wir lassen Sie nicht zurück. Ich schieb mich auf, ich wehre Sie ab. Sie müssen gehen. Los! War mir eine Ehre. Ein Opfer zu groß. Geht. Rückzug! Sergeant! Los! Na los! Los, ich sagte Rückzug! Los. Das war ein Befehl, Junge! Geh! Sir, ich dachte, Sie wollen die haben. Falsch gedacht. Wissen Sie, das hier ist eine neue Welt, Daniels. Meine Welt. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich nicht schwanken oder irgendwie vor meiner Verantwortung zurückschrecken werde. Sie werden meine Nummer zwei. Sie werden mich zu 1000% unterstützen. Und Sie werden dafür sorgen, dass das auch für die anderen Männer gilt. Alles andere wäre für mich eine Pflichtverletzung. Und jetzt wegtreten. Turner gab uns Deckung und ist dabei draufgegangen. Das zu schreiben fällt schwer, damit zu leben auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir mitsamt Konvoi entkamen, also war sein Tod nicht umsonst. Zumindest rede ich mir das ein. Jo Leute, damit haben wir eine der beiden Führungspersonen verloren und rücken nun tatsächlich auch auf in der Hierarchie. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob ich jemanden unterstützen wollen würde oder die nächsthöhere Position von jemandem haben wollen würde, der Prozent bis 1000 beziffert. Ardennen-Offensive am 25. Dezember. Ja, Weihnachten wird heute ein wenig unentspannter. 6 Wochen ist es her, dass Turner getötet und ich befördert wurde. Weihnachten. Wir verschanzen uns in den Wäldern der belgischen Ardennen. Es ist so kalt, dass wir Eiszapfen pinkeln. Das wird ein Kampf. Ja, vielleicht können wir auch einen Abstecher nach Spa-Francorchamps machen. Aber jetzt erstmal die Mission im Vordergrund. Mit Turner haben wir unseren Beschützer verloren. Paul, ich will als Held zurückkehren. Aber nun, da Pearson das Sagen hat, komme ich vielleicht nie nach Hause. Frohe Weihnachten, Turner. Oh, und Turner. Pearson macht den Bauernjungen zum Corporal. Was sagen Sie dazu? Wohl, dass du immer noch der alte Drecksack bist, Aiello. Hört auf damit. Auf Turner! Auf Turner! Verdammter Glückspilz. Immer der Erste, was? Sehen Sie mich nur an. Ja, genießen Sie den Abend. Denn morgen, wenn der Konvoi da ist, stehen Sie vorn und verteidigen ihn. Und Turner ist nicht da und wird Sie schützen. Hey, locker. Locker. Sie sind jetzt Corporal, was? Ja, lassen Sie mal sehen, wie locker das läuft. Na los. Geben Sie mir einen Grund.
Ja, dachte ich mir. Sechs Jahre dienten wir zusammen. Sechs. Verschissene Weihnachten. Der Konvoi kommt durch und wir müssen dafür sorgen, dass er den Rhein erreicht. Wir müssen nur die Kälte überstehen. Und Pearson. Schicke Stiefel, Kamerad. Sind die neu? Ja. Hat sie der Ablösung gestohlen. Der Arme ist erfroren. Wenn Pearson nicht so geizig mit dem Nachschub wäre, müsste ich nicht stehlen. Schon okay. Sie haben dem Jungen eh nichts genutzt. Wo ist der Bauernjunge, den ich mal kannte? Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Tolle Weihnachten, was, Männer? Ja. Sollte ich auch mit meiner Süßen an einem warmen Feuer kuscheln? Wenn ich mir mit euch Pennern den Arsch abfrieren kann. Oh, Scheiße, Angriff! Hey, hallo, zurück an das MG! Ja, Sergeant. Sergeant, gibt es noch mehr Mäntel oder Decken? Ja, mehr als genug. Der Ostgraben wurde angegriffen. Bringen Sie den Jungs deine Munitionskiste. Ich nehme die Munition. Aiello ist fast leer geschossen. Nun, dann sollten Sie jeden verdammten Schuss ins Ziel bringen. Okay, ich prognostiziere mal, dass Pearson die Geschichte nicht überleben wird. Aber ist halt auch geil, ne? 6 Jahre haben wir zusammen gedient, ja. Und wegen deiner Ungeduld dient ihr nicht mehr als 6 Jahre. Ach, hallo. Dagegen verloren. Munition für alle. Sieh an, da ist der gute alte Nikolaus. Wirf es unter unseren Baum. Was hast du dabei? Schokolade? Trockene Socken? Scheiße, Deutsche auf dem Hügel, 12 Uhr. Waffe klemmt! Dennis, knall sie ab! Sollen wir jetzt schon schießen, Leute, oder? Nach mehr suchen. Davis, was zur Hölle war denn da los? Waren wir da? Da ist noch einer. Gut geschossen, Daniels. Der Krautfresser berichtet niemandem mehr. Wie zur Hölle sind die an 88 vorbeigekommen? Meld dich besser mal beim Kommandozelt. Auf die verdammten Bäume! Okay, auf geht's. Wir nehmen aber sehr viele Befehle entgegen für die Nummer 2. Schön, Sie kennenzulernen. Ich hatte nicht erwartet... Mit einem so guten Pionier zusammenzuarbeiten? Howards Kompanie hat den Kamm eingenommen. Dass Sie die kämpfen lassen? Oh ja. Sterben lassen Sie uns auch. Gut. Wenn dieser Konvoi durchrollt, wird dir die Hölle losbrechen. Ich dachte, die Reserve kämen. Wir sind die Reserve. Sergeant, fordern wir Luftunterstützung an. Sieh mal einer an. Dennis hat gemerkt, dass er ein Corporal ist. Das Funkgerät geht. Ich würde mich nicht auf Hilfe verlassen. Unsere Piloten haben schon genug zu tun.
Konvoi ist hier mit Vorräten. Nehmt, was ihr tragen könnt. Jetzt müssen wir diese Jungs nur noch sicher bis zum Rhein bringen. Ja, wenn auf einer Brücke steht. Das nenne ich optimistisch, Staffel. Ich habe Munition und Stiefel. Frohe Weihnachtsmänner. Die schicke Himmel und Felle. Angriff! Beweg deinen Arm! Daniels, Bewegung! Achtung! Direkt hinter dir! Ist es vorbei? Alles okay? Alles sicher. Ich lebe. Wir klopfen uns vor einem Angriff weich. Wir müssen Pearson finden. Hier lang. Korpspanzer nähern sich und trennen unsere Linien. Da ist ein Funkgerät im Gefechtsstand. Mit Feuerschutz bringe ich es zum Laufen. Mein Gefechtsstand sind Feinde. Hey, Sie sind jetzt ein Corporal, verdammt. Benehmen Sie sich wie ein. Ich kann nicht verlangen, dass wir ihm da rausfolgen. Du bist aus Queens. Nichts Neues. Wenn du meinst. Ich war Unteroffizier. Habe meinen Rang hierfür aufgegeben. Wir müssen was tun. Los! Gehen Sie voraus. Die Welt steht auf dem Kopf. Warte nur, bis ich dir die Nase breche. Hey, Sie kriegen das hin. Wenn Howard stirbt, sind wir erledigt. Feindaktivität von auf. Daniels, helfen zum Sie mir mit dem Funkgerät! Krautfresser an der Baumgrenze! Ich bin Arsch. Das wird eine Weile dauern! Beschäftigt Sie so lange! Ich hab gleich stehen! Das ist dauernd! Krautfresser ab! Krautfresser kommen! Brauche Deckung! Also doch recht mit Unterstützung. Robert Joe, Robert Joe! Hier Deckwood White 5! Fordere Luft mehr Unterstützung an! Verstanden, Deckwood White 5. Unsere Flieger unterstützen zurzeit schwere Bomber. Ankunft unbekannt. Ende. 509, hier Kommando. Wir haben eine Notfallanforderung für Luftnahunterstützung erhalten. Übernehmen Sie das nach Erreichen des Zielgebiets. Verstanden, Kommando. Kümmern Sie sich darum, sobald die Bomber sicher sind. Großänderung vorgenommen. Noch 3 Minuten bis zur Zielposition. Geschützt bieten Sie uns. Nähern uns Luftabwehrgeschützen. Flieger Ausweichmittel auf der Flak zu entziehen. Formation halten, nicht bei den großen Vögeln bleiben. Ach so, okay, gut, das ist vom Spiel aus. Ich dachte schon, mein Controller sei die Controllerverbindung sei abgebrochen. Ey, geil, aber was für eine Riesenflotte ist das denn bitte jetzt? Okay, ich würde fast sagen, wir machen vielleicht an der Stelle ein kurzes Päuschen. Und beim nächsten Mal dann einfach an der Stelle weiter. Oder findet ihr nicht? Wenn das Spiel uns schon zur Pause schickt, dann würde ich sagen, an der Stelle Pause. Nächstes Mal geht's weiter. Exakt an diesem Punkt. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet morgen wieder ein bei Call of Duty World War 2. Haut rein!